Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 55, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde, Hessen weiterhin entschieden im Kampf gegen Steuerkriminalität, Drucksache 19/6775 aus 19. Erste Rednerin ist Kollegin Arnold für die CDU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer rechtsstaatlichen Demokratie hat der Staat viele Aufgaben, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Gewährleistung der Sicherheit, Verwaltung und vieles mehr. Und damit die öffentliche Hand diesen Aufgaben nachkommen kann, benötigt sie die notwendigen Mittel. Und durch die Erhebung von fairen und gerechten Steuern durch den Staat trägt jeder Mensch im Rahmen seines individuellen sozioökonomischen Hintergrunds dazu bei, das systemische Fortbestehen zu gewährleisten. Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung für die Funktionalität unserer Gesellschaft und die Bereitstellung ausreichender Mittel für gesellschaftliche Stabilität und Fortschritt. Und wer Steuern hinterzieht, schadet nicht nur den staatlichen Institutionen, sondern schädigt auch seine Mitmenschen und gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deswegen sei ganz klar gesagt, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, und diese werden wir weiterhin konsequent bekämpfen. Bereits heute kämpft Hessen an allen Fronten engagiert gegen Steuerkriminalität. Auf Initiative des hessischen Finanzministeriums wertet eine Ermittlergruppe aus Steuerfahnderinnen und Steuerfahndern in Zusammenarbeit mit der OFD Frankfurt, dem BKA und in Abstimmung mit der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zurzeit die Panama Papers aus. Hierbei ist Hessen federführend für ganz Deutschland tätig. Und gleichzeitig haben wir im Jahr 2017 650 neue Anwärterinnen und Anwärter eingestellt und im Doppelhaushalt 2018-19 die Stärkung der Steuerverwaltung durch jeweils weitere 700 neue Anwärterinnen und Anwärter festgeschrieben und dazu die Zahl an Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer um weitere 100 erhöht. Ein Teil dieses Ergebnisses, herzlich willkommen, sitzt heute auf der Besuchertribüne. Über 200 Steueranwärter sind heute anwesend. Und wir wissen, dass sich Steuerkriminalität in den letzten Jahrzehnten zunehmend internationalisiert hat. Dennoch müssen wir auch vor Ort unsere Instrumente erweitern. Nur so können wir das Netz immer enger spinnen und die Freiräume für Steuerbetrüger sukzessive verkleinern. Mit dem neuen Programm für Plus 50 für Steuergerechtigkeit tragen wir dieser Verantwortung Rechnung. Die Finanzämter in den Zentren wie z. B. Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Kassel werden im Rahmen dieses Programms mit 50 Experten und Spezialisten verstärkt. Gemischte Teams aus Steuerfahndung und Betriebsprüfung sorgen für die Verzahnung von steuerlichem und strafrechtlichem Sachverstand, und ein steuerliches Mehrergebnis von 1,8 Milliarden € spricht da wahrlich für sich. Und das haben wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung zu verdanken. Das sei heute auch gesagt. Ihnen gebührt unser höchster Dank und unsere uneingeschränkte Anerkennung. Aber auch bundesweit ist Hessen mit eigenen Initiativen vorne mit dabei. Da gibt es beispielsweise die ab 2008 geltende Lizenzschranke. Durch sie wird verhindert, dass Erträge aus Forschung und Entwicklung dem Gemeinwesen entzogen und in Niedrigsteuerländer verlagert werden. Oder die Reform der Grunderwerbsteuer, die verhindert, dass Großinvestoren bei millionenschweren Immobiliengeschäften die Grunderwerbsteuer vermeiden können, die sogenannten Share Deals. Gemeinsam mit Baden-Württemberg lieferte Hessen außerdem die Idee für einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem ab 2019 dem Umsatzsteuerbetrug auf Internetmarktplätzen begegnet wird. Dadurch werden Mittel im dreistelligen Millionenbereich nicht nur der Gesellschaft vorenthalten, sondern implizieren auch einen gravierenden Wettbewerbsnachteil für Einzelhändler. Dagegen gehen wir entschieden vor. Sie sehen,
Die Hessische Landesregierung hat in dieser Legislaturperiode eine Vorreiterrolle im Kampf gegen Steuerkriminalität eingenommen, sei es bei der Bekämpfung inländischer Steuerkriminalität als auch bei der Verstärkung nationaler und internationaler Steuergerechtigkeit. Wir schützen dadurch nicht nur unser demokratisches System und unsere Gesellschaft, sondern erwirtschaften auch mehr Mittel, die dann zukünftig zum Wohle der Hessinnen und Hessen eingesetzt werden können. Kollegin Arnold, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Darauf sind wir stolz. Wir werden den Kampf gegen Steuerkriminalität entschieden und auf allen Ebenen weiterführen. Ehrliche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler können sich darauf verlassen. Hessen ist und bleibt ein Land der Steuergerechtigkeit. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde der CDU heißt heute Hessen weiterhin entschieden im Kampf gegen Steuerkriminalität. Ich finde, ein kurioser Titel. In den Medien war zu lesen, dass das Finanzministerium sich endlich auch mit dem letzten der vier Steuerfahnder geeinigt hat, der zwangspsychiatrisiert und aus dem Dienst entfernt wurde, weil auch er der Meinung war, die Hessische Landesregierung behindert die Arbeit der Steuerfahndung. Und auch wenn es nun eine Einigung gibt, diese Affäre bleibt ein ganz dunkler Fleck in der Geschichte des Landes Hessen, meine Damen und Herren. Insofern stellt sich schon die Frage, wofür diese Landesregierung, Zitat, weiterhin entschieden kämpft. Denn bisher haben Sie sich kaum über Symbolpolitik hinaus für den Kampf gegen Steuerkriminalität eingesetzt. Ich denke an die Steuer-CDs, die durften in der Vergangenheit regelmäßig andere Bundesländer ankaufen. Und ich will das auch noch einmal ganz klar sagen. Steuervermeidung und Hinterziehung, das sind Straftatbestände und keine Kavaliersdelikte. Konzerne und Vermögende begehen damit Diebstahl am Gemeinwohl und am Gemeinwesen, und die öffentliche Hand verliert jährlich durch Steuerbetrug mehr als 30 Milliarden Euro, so die Schätzung der Deutschen Steuergewerkschaft. Und deswegen ist der Kampf gegen Steuerkriminalität zu wichtig, als dass man ihn auf Symbolpolitik beschränkt. Aber ich will das auch anerkennen. Im Wahljahr hat die CDU das Thema Steuergerechtigkeit entdeckt. Unserer Forderung nach mehr Steuerfahndern und Betriebsprüfern, die wir hier immer wieder in die Haushaltsberatung eingebracht haben, sind Sie nach vielen Jahren endlich mit dem Haushalt nachgekommen. Allerdings haben Sie gleichzeitig den Ausbau der Ausbildungskapazitäten verschlafen, was, wie ich hörte, in Rothenburg mittlerweile erhebliche Probleme bereitet bei der Unterbringung der Anwärterinnen und Anwärter. Und auch die angeblichen zusätzlichen Stellen für Steuerfahnder, die Sie jetzt hier erwähnen, die sind ein alter Hut. Oder habe ich den Nachtragshaushalt, in dem Sie wirklich zusätzliche Stellen schaffen, verpasst? All das, was Sie uns hier und heute präsentieren, das ist doch längst beschlossen. Und beim Blick in den Haushaltsplan da wird doch deutlich, dass es sich offensichtlich auch nicht um zusätzliche Stellen handelt, sondern lediglich die Hebung und Umwidmung anderer Stellen. Hier wird die Steuerverwaltung also nicht entlastet, sondern lediglich Überlastung anders verteilt. Und so sehr es mich freut, wenn die Steuerfahndung gerade in den Bereichen gestärkt wird, wo der Personalbedarf am größten ist, mich interessiert natürlich auch, welche Stellen und deren Aufgaben denn dann wegfallen. Und infolge des Brexits, das erwähnen Sie hier ja immer wieder, wollen Sie zahlreiche Banken an den Finanzplatz Frankfurt locken. Und insofern ist es natürlich gut und richtig, wenn Sie dann auch endlich einige Spitzenkräfte einstellen, um Großverfahren am Finanzplatz Frankfurt zu führen. Nur warum sind das eben keine zusätzlichen Stellen, meine Damen und Herren? Hessen braucht eine starke Finanzverwaltung. Dazu gehören sicherlich auch diese und in Zukunft weitere Spitzenkräfte in Großverfahren, aber eben auch genügend Stellen in allen Ämtern. Es geht hier um 50 Stellen. Zum anderen darf man aber annehmen, dass sich auch diese Stellen über kurz oder lang deutlich mehr Geld bringen werden, als sie kosten werden. Kurzum, bisher
ist Ihr Beitrag in dieser Legislatur im Kampf um Steuergerechtigkeit 50 Stellen zu heben. Dabei hatten Sie einmal angekündigt, zu Beginn der Legislatur viel mehr zu tun. Das ist ja hier auch genannt worden bei der Grunderwerbssteuer. Da hört man immer nur, dass sich etwas tun soll. Erreicht hat man bislang gar nichts. Noch immer sind die sogenannten Shared Deals mehr als nur ein Ärgernis für ehrliche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Bei der Digitalsteuer kommt man nicht voran. Weiterhin können große Konzerne wie Apple, Google oder Facebook ihre Steuern nahe Null drücken. Und vor 10 Jahren, auch daran muss erinnert werden, am 15. September 2008 beantragte die Bank Lehman Brothers Insolvenz. Es war der Beginn einer tiefen Krise des Finanzmarktkapitalismus, die bis heute nicht überwunden ist, aber folgenschwere soziale Probleme nach sich gezogen hat. Und gab es zunächst Rufe nach Regulierung? Dann laufen doch die Geschäfte weiter, als wäre nichts passiert. Ich meine, ein Finanzminister, der sich ernsthaft den Kampf für Steuergerechtigkeit auf die Fahnen schreiben will, der an einem der wichtigsten Finanzplätze Europas tätig ist, der sollte nicht 50 weitere Stellen in der Steuerfahndung als großen Wurf verkaufen, sondern sich mit aller Kraft für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, einer Strafsteuer für Steuervermeidung in Steueroasen, für ein Ende von Steuerflucht öffentlicher Landesunternehmen wie Fraport in Steueroasen einsetzen. Denn für den Kampf für Steuergerechtigkeit braucht es viel mehr als warme Worte und schöne Bilder. Ein glaubwürdiger Einsatz für Steuerehrlichkeit und Gerechtigkeit sieht jedenfalls anders aus. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Dr. H.C. Hahn. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich muss diesmal sowohl im Inhalt wie auch in der Ideologie sehr ernsthaft meinem Vorredner widersprechen. Ich wollte anfangen eigentlich mit der Feststellung, dass wir das alles schon ein paar Mal hinter uns gebracht haben, dass schon ein paar Mal über dieses Thema hier diskutiert worden ist, dass das, was heute noch einmal abgejubelt wird, eigentlich schon zum dritten oder vierten Mal hier abgejubelt worden ist. Da haben Sie, Herr Schalauske, nach meiner Meinung auch geredet, sodass es mich schon ein bisschen überrascht darüber, dass Sie jetzt sagen, das wäre jetzt alles ganz neu und die würden jetzt endlich mal in die Puschen kommen. Nein, nein. Für uns ist das ein aufgewärmter, kalter Kaffee, der hier noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt worden ist, damit man vor der Landtagswahl noch einmal zeigen kann, was man in einigen Punkten auch vollkommen zu Recht, aber halt schon mehrfach abgefeiert, geleistet hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was uns wundert, ist darüber hinaus, dass hier ausschließlich die Steuerverwaltung bejubelt wird. Wir leben in einem Rechtsstaat, und die Steuerverwaltung ist nie und nimmer die dritte Gewalt, sondern die Steuerverwaltung ist die zweite Gewalt. Das ist auch gut so, dass sie das ist. Nur als die FDP noch mit in der Landesregierung war, sind solche Sachen immer gemeinsam von Finanz- und Justizministerium bearbeitet worden, und das gehört sich auch so. Das gehört sich auch so. Es ist nämlich die dritte Gewalt. Und dafür ist nun einmal organisatorisch jedenfalls das Justizministerium zuständig, ist ja noch nicht einmal durch die Hausspitze vertreten. Interessiert sie offensichtlich überhaupt nicht mehr. Sondern das wird alles jetzt den Steuerleuten der Steuerfahndung übergeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das irritiert Freie Demokraten sehr. Ich will daran erinnern, das Datum wird Thomas Schäfer besser im Kopf haben als ich. Es muss auf alle Fälle nach 2010 gewesen sein, denn vorher war er noch nicht Minister, dass wir gemeinsam aufgetreten sind und festgestellt haben, dass die Organisationsstrukturen, die bisher da waren, bei dem Thema Lehman und anderes erkennbar so nicht mehr funktionieren können. Wobei es war noch nicht nur das Thema Lehman, was uns so motiviert hat, sondern es waren andere Steuertricks, die unter dem Wort Steuervermeidungsstrategien aufgebaut worden sind, leider auch noch von einem Menschen, der lange Zeit Mitarbeiter der hessischen Steuerverwaltung gewesen ist, die uns dazu geführt hat, dass wir eine engere Zusammenarbeit
ausgemacht haben, dass wir zusätzlich Personal und dass wir zusätzlich technisches Gerät eingestellt haben. Hier wird also nur das weitergeführt, zu Recht weitergeführt, was damals begonnen worden ist. Dass wir uns darüber jetzt das dritte Mal unterhalten müssen, ist offensichtlich einem Mangel an anderen Themen geschadet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiterer Widerspruch wird sicherlich Dr. Thomas Schäfer noch intensiver machen können als ich, ist die Frage, ist in den 10 Jahren nach Lehman nichts passiert? Das haben Sie ja behauptet. Geht alles genauso weiter wie vorher? Hat sich nichts verändert? Also, ich habe eine vollkommen andere Wahrnehmung. Und wenn Sie ein bisschen den Wirtschaftsteil der Zeitung und nicht nur das SED-Kampfblatt lesen, dann wüssten Sie vielleicht auch, dass sich da sehr vieles verändert hat. Das hat etwas mit Basel zu tun. Da gibt es Basel 1, 2, 3. Das hat etwas mit der Umstrukturierung der Bankenaufsicht zu tun. Das hat etwas mit den Härtetests zu tun, den jede größere europäische Bank alle 3 Jahre durchgehen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus diesem Grunde hat sich ja das Banken- und Sparkassen- und Volksbankensystem auch in der Bundesrepublik Deutschland bereits verändert, weil es eine Reihe von Sicherungssystemen gegeben hat, die insbesondere kleinere Kreditinstitute nicht mehr leisten können und die sich deshalb in größeren Kreditinstituten gefunden haben. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen mehr weg vom sozialistischen Feuilleton, ein bisschen mehr hin zu den Sach- und Fakten wäre schon ganz gut. Dann hätten wir ein bisschen mehr Zeit, uns mit vernünftigen Dingen zu beschäftigen. Ich muss Ihnen gestehen, dass wir bei dem Thema Share Deals gerne das auch einmal, und das geht wirklich nicht in 5 Minuten, erörtern würden, weil da gibt es wie immer im Leben die eine Seite und die andere Seite. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Wir haben etwas dagegen, wenn große Grundstücksgeschäfte so organisiert werden, dass sie ohne steuerliche Folgen durchgeführt werden können. Ohne Frage, das geht nicht. Wenn aber aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder vielleicht aus Gründen der Eigentümer heraus innerhalb von kurzer Zeit Mehrfachverkäufe stattfinden, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann kann es auch nicht sein, dass dann dreimal Grunderwerbsteuer anfällt. Und darüber muss man sich unterhalten. Kollege Hahn, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Darüber muss man sich unterhalten, wie man das genau organisiert. Die Digitalsteuer, habe ich gelernt, hängt deshalb fest, weil der Sozialdemokrat Scholz sie deshalb gerade blockiert. Vielleicht lösen wir das ja heute auch noch auf. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Erfurt, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr, dass ich zum Ende dieser Legislaturperiode noch einmal zu einem Thema sprechen kann, das mich eigentlich mein ganzes Berufsleben bewegt hat, nämlich Steuergerechtigkeit. Sie wissen ja, ich bin gelernte Finanzbeamtin und habe die sehr gute Ausbildung in der Steuerverwaltung genossen, zwar nicht in Hessen, sondern in Niedersachsen. Aber ich konnte mich in den letzten Jahren davon überzeugen, ja, Ausbildung in Hessen ist mindestens genauso gut wie in Niedersachsen. Seine Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau. Und wir haben die jungen Anwärterinnen und Anwärter in beiden Laufbahnen, die dann mit einem hohen Fachwissen und gut ausgebildet ins Berufsleben drängen. Und es wird in Hessen sehr viel Wert darauf gelegt, dass dieser hohe Ausbildungsstand auch erhalten wird und dass diese jungen Leute dann auch gut und angemessen beschäftigt werden können. FDP und LINKE haben sich also ein bisschen in der Vergangenheit bewegt bei diesem Beitrag. Bei Herrn Dr. Hahn kam ja dann nachher auch so ein bisschen Zukunft dazu. Das hat mich beruhigt. Bei der LINKEN ist da offenbar Hopfen und Malz verloren. Aber okay, gut. Ich kann aber für meine Fraktion sagen, dass wir es sehr begrüßen, dass wir uns heute hier unterhalten können über ein wichtiges Thema, das die Gesellschaft zusammenhält, weil wir uns insgesamt sehr intensiv darum gekümmert haben, dass der Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und aggressive Steuervermeidungsmodelle sehr an Dynamik gewonnen hat.
Und wir sind uns einig, dass es eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass Steuern, die festgesetzt sind, auch erhoben werden und dass aggressive Umgehungsmodelle und Steuervermeidungsmodelle auch möglichst so weit zurückgedrängt werden, dass sie das Gemeinwesen nicht weiter schädigen. Und ich freue mich sehr, dass wir GRÜNE an diesem Kulturwandel beteiligt waren, an diesem Kulturwandel, dass es Allgemeingut ist, dass Steuerhinterziehung eben kein Kavaliersdelikt ist. Eigentlich wollte ich das gar nicht mehr sagen, weil ich finde, das haben wir überwunden. Wir haben sozusagen insgesamt eine Grundmelodie erreicht, dass das in der Öffentlichkeit tatsächlich so wahrgenommen wird, dass Steuerhinterziehung nichts Gutes ist für diese Gesellschaft. Und wir haben uns darauf sehr gut verständigen können, dass der Steueranspruch, der sich nach geltendem Recht ergibt, auch durchgesetzt werden kann. Und genau deshalb haben wir die Stellen in der Betriebsprüfung verstärkt und die Steuerfahndung verstärkt. Und, Herr Kollege Schalauske, weil wir wissen, dass diese Stellen nachgeführt werden müssen, haben wir extrem dafür gesorgt, dass Anwärterzahlen nach oben gefahren werden. Und ich möchte mich an dieser Stelle sehr bedanken für alle die, die an der Ausbildung beteiligt sind. Das ist in Rothenburg schwierig, in unserer Ausbildungsstelle, ist aber auch in den Ämtern nicht einfach. Denn die müssen ja auch viel, viel mehr Kolleginnen und Kollegen durch die Ausbildung bringen und, dann auch dafür sorgen, dass das Wissen weitergegeben wird. Das wird gemacht, und das finde ich eine großartige Leistung in der hessischen Steuerverwaltung. Und so tragen wir durch Worte und Taten dazu bei, dass Steueransprüche durchgesetzt werden und dass Steuervermeidung auch tatsächlich angegangen wird. Die Worte sind das eine, das ist die Grundmelodie, auf die wir uns geeinigt haben, dass wir Steuerhinterziehung nicht durchgehen lassen wollen. Und das andere sind die Taten, die wir auch mit den Maßnahmen hinterlegen, die wir in dieser Legislaturperiode erfolgreich umgesetzt haben. Es gehört dazu, dass die jungen Leute, die wir ausgebildet haben, immer am Ball bleiben können und dass sie dann auch professionellen Steuerhinterzieherinnen und Steuerhinterziehern die Stirn bieten können. Und das ist es wirklich gut, dass wir jetzt 50 weitere Spezialistinnen und Spezialisten mit dieser Initiative plus 50 einsetzen. Es ist gut, dass Wissen gebündelt wird und vernetzt wird, sodass eine effektive Aufdeckung und Verfolgung von Steuerstraftaten nicht immer an Zuständigkeitsgrenzen scheitert und nicht es ein aggressives oder ein gutes Vermeidungsmodell ist, von einem Finanzamtsbezirk in den anderen zu ziehen, sondern dass hier gemeinsam gearbeitet wird und dass die Zuständigkeitsgrenzen von Ämtern hier nicht sozusagen den Steuerhinterziehern Vorschub leisten. Das ist ein guter und ein sehr richtiger Weg. Es ist ebenso wichtig, Steuerumgehungsmodelle und aggressive Sparmodelle aufzudecken und sie zu benennen als das, was sie sind, nämlich als Schaden in der Gesellschaft. Auch aus diesem Feld wird in Hessen hervorragende Arbeit geleistet. Aus Hessen kam der Impuls, Cum-Ex-Geschäfte aufzudecken. Und es gab letztlich hier aus diesem Impuls heraus gab es letztlich die Urteile, die dazu geführt haben, dass diese Cum-Ex-Geschäfte auch als das nachher bezeichnet wurden, als was sie sind, nämlich als illegal. Sie mögen daran erkennen, wie lang dieser Weg manchmal ist und wie schwierig es manchmal ist, von einer noch legalen Praxis überzuleiten in ein verbotenes Geschäft. Und daher bin ich sehr froh und dankbar, dass wir hier wichtige Impulse setzen können und auch weiter daran arbeiten können. Und ich freue mich, wenn wir dann irgendwann die Share Deals auch endlich abgeschafft haben, damit auch hier bei der Grunderwerbsteuer richtig Steuern gezahlt werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schmidt, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Volksmund hat doch recht. Am Abend werden die Faulen fleißig. Herr Minister, das ist die richtige Umschreibung. Ihre Initiative kurz vor der Landtagswahl, am Ende der Legislaturperiode, am Abend der Legislaturperiode, noch schnell ein Programm zur Stärkung der hessischen Steuerverwaltung aufzulegen.
Mit 50 Experten will der Minister den komplexeren Fällen nachgehen. Es stellt sich die Frage, Herr Hahn hat es schon angesprochen, Herr Schalauske hat es schon angesprochen, wieso jetzt, wieso erst jetzt handelt es sich doch um ein Problem, das wir seit vielen, vielen Jahren diskutieren. Und Herr Minister, wer glaubt, mit 50 Spezialisten, die sechs Wochen vor der Landtagswahl ihre Arbeit aufnehmen sollen, den Kampf gegen Steuerkriminalität gewinnen zu können, der irrt und oder täuscht die Öffentlichkeit. Es ist doch schon längst überfällig, die Steuerfahndung zu stärken, Experten für die zunehmenden Fälle mit Auslandsbezug auszubilden und natürlich auch die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die sehr, sehr großen Datenmengen, die bei der Beschlagnahmung von Akten, von Steuerakten anfallen, bearbeiten zu können. Das ist von der SPD, das ist von der Deutschen Steuergewerkschaft, das ist von den Personalräten seit vielen, vielen Jahren immer wieder gefordert worden. Und Kollegin Arnold, wer über Jahre hinweg Stellen in der Steuerverwaltung abgebaut hat und wer weiß, dass eigentlich in der Steuerverwaltung 1.000 Stellen fehlen, der sollte mit Selbstlob, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich will gleich sagen, wir werden 1.000 Beschäftigte der Steuerverwaltung nicht von heute auf morgen aufbauen können, dass die aus der 4 Milliarden jetzt 5 Milliarden bei ihren Berechnungen werden, sondern das muss Stück für Stück und nach aufgebaut werden. Aber dass wir die Steuerverwaltung stärken müssen, damit wirklich dem Gebot der Steuergerechtigkeit nachgegangen werden kann, ist, glaube ich, selbstverständlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer sechs Wochen vor der Landtagswahl neue Programme verkündet, offenbar durch seine eigene Schlafmützigkeit im Zeitraum von 254 Wochen seit Beginn seiner Amtsperiode in dieser Legislaturperiode. Und damit wird eigentlich auch deutlich, dass es so an einem Plan für die künftige Aufstellung der hessischen Steuerverwaltung fehlt. Und statt Aktionismus wäre ein über Jahre geltendes Entwicklungskonzept nötig, das die Herausforderungen für eine moderne Finanzverwaltung beschreibt, Defizite beseitigt und die Steuerverwaltung zukunftsfähig macht. Das wird Aufgabe einer neuen Regierung sein. Von Dr. Schäfer ist das jedenfalls nicht zu erwarten. Da hätte er Zeit gehabt in der Vergangenheit und hat es nicht erledigt. Meine Damen und Herren, In unserem Regierungsprogramm haben wir das noch einmal gesagt, dass der gerechte Steuervollzug und die Bekämpfung des Steuerbetrugs unser zentrales Anliegen ist, weil ehrliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und kleine Betriebe Steuern zahlen, während sich Bürger mit besonders hohem Einkommen und international agierende Konzerne oftmals ihren Verpflichtungen entziehen. Das Geld, das dort nicht eingenommen wird, fehlt für öffentliche Aufgaben und Investitionen in der Zukunft. Deswegen, auch dies steht in unserem Programm, wollen wir die technische Ausstattung der Finanzverwaltung verbessern und mehr Steuerfahnder und für mehr Betriebsprüfer sorgen. Das ist, glaube ich, im wichtigen Sinne der Fortschritt und eine Verbesserung und die Herstellung von Steuergerechtigkeit in unserem Lande. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zu dem zweiten Teil meiner Rede. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird es meine letzte Rede als Abgeordneter sein. Alles Weitere, da sollte man nicht spekulieren. Alles Weitere hat der Wähler in der Hand. Ich glaube, da sind wir uns einig. Lassen Sie mich doch einige Sätze dann doch zum Abschied sagen. Der Hessische Landtag gilt als sehr streitbares Parlament. Wir haben es heute wieder gesehen, gestern auch, vorgestern. Die Debatten und der Umgang miteinander gelten als sehr hart. Mein zurückhaltendes Temperament und meine zurückhaltende Art haben mich davor bewahrt, daran einen Anteil zu haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich verstehe das Lachen über Fraktionsgrenzen hinweg. Okay, also ich gebe zu, ich habe ab und zu mal kräftig mitgemischt. Aber Leidenschaft und auch Zwischenrufe gehören eben auch in ein gutes Parlament, für seine Sache zu kämpfen, in meinem Fall für soziale Gerechtigkeit,
für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, für diese Werte zu kämpfen, mit Einsatz, mit Engagement, mit Leidenschaft und voller Kraft, macht aus meiner Sicht einen guten Abgeordneten aus. Da kann man auch mal mit Werb übers Ziel hinausschießen. Auch das gehört dazu, und das ist auch mir passiert. Aber übrigens, in den 23 Abgeordnetenjahren habe ich nur 4 Rügen erteilt bekommen. Der Höhepunkt war allerdings die Rüge. Der Höhepunkt der Rüge war allerdings die vom Präsidenten Frank Lorz, der meine Feststellung rügte, wir sind doch hier nicht in Ungarn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber Sie sehen, so geht es Oppositionsabgeordneten. Sie treffen nüchterne Feststellungen, wollen Orientierung auch den Regierungsfraktionen geben, zumindest geografisch, und werden dann auch noch dafür gerügt. Okay. Okay, wahrscheinlich habe ich dafür auch einige Rügen nicht bekommen, die ich verdient gehabt habe. Das ist der Sozialausgleich der Präsidenten. Ja, das kann sie. Was wird mir was fehlen? Was wird mir fehlen? Ja, mir wird was fehlen. Wir werden die Fraktionssitzungen am Dienstag immer fehlen, wo ich meinen Fraktionskolleginnen und Kollegen die Welt erklärt habe. Das wird Ihnen wahrscheinlich jetzt auch fehlen. Und natürlich werde ich, wird mir die Landtagself fehlen. Und ich werde Sie sehr vermissen. Ich gehöre ihr seit 1991 an. Und ich glaube, ich bin sozusagen der Charlie Körbel der Landtagself. Ich weiß nicht, ob jemand diese Einsatzzahl noch erreichen wird. Ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft viel Glück und auch Erfolg. Natürlich im Rahmen meiner politischen Überzeugung. Das gehört ja auch dazu. Völlig uneingeschränkt, aber wünsche ich Ihnen allen eine stabile Gesundheit und Ihnen und dem Land Hessen alles Gute in Zukunft. Und eine Bitte, erhalten Sie sich bitte auch bei schwierigen Debatten ein Stück Humor. Herzlichen Dank. Norbert, auch ich möchte dir im Namen des Hauses herzlichen Dank sagen für 23 Jahre engagierte parlamentarische Arbeit hier in diesem Haus. Ich denke, es wird in diesem Plenum langweiliger werden. Es werden nicht nur deine fachlich qualifizierten Beiträge fehlen, es werden auch deine natürlich ebenso qualifizierten leidenschaftlichen Zwischenrufe fehlen. Vielleicht wirst du ja dem nächsten Landtag in einer anderen Funktion angehören, aber dann sind Zwischenrufe natürlich vollkommen ausgeschlossen. Dir persönlich alles Gute. Als Nächster spricht Finanzminister Schäfer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich beginne mit dem Kollege Schmidt geendet hat. Wir hatten ja in den letzten 8 Jahren das Vergnügen, historische Stichwaffen mit unterschiedlicher Metallstärke in diesem Hause gelegentlich kreuzen zu dürfen. Aber eines, was uns immer, glaube ich, verbunden hat, war bei aller Ernsthaftigkeit des Streites, bei aller Investition in Adrenalin in der konkreten Debatte, ohne ein Augenzwinkern sind wir selten auseinandergegangen. Und wenn wir den Saal dann hier verlassen haben, konnten wir dann auch gelegentlich beginnen, bei sich selbst darüber lachen, was wir an der Stelle auch gelegentlich hier diskutiert haben. Und ich finde, das ist eine Form der Kultur, auch des Streites, der vielleicht dauerhaft stilprägend auch in diesem Hause sein könnte. Vielen, vielen Dank. Ich will, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aktuelle Stunde nutzen, ein paar Hinweise zu geben, und bin deshalb sehr dankbar dafür, dass die Aktuelle Stunde die Gelegenheit gibt, auf die Leistungsfähigkeit der hessischen Steuerverwaltung einen Blick zu werfen.
weil wir sind sicherlich in der hessischen Steuerverwaltung, und das sage ich nicht ohne Stolz, eine der erfolgreichsten in Deutschland. Das kann man, wie für Finanzer nicht unüblich, an schnöden Zahlen festmachen. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre hat die Steuerfahndung jedes Jahr 400 Millionen Euro Mehrertrag gebracht, die Betriebsprüfung 2 Milliarden zusätzlichen Ertrag. Wenn Sie das jetzt auf eine Legislaturperiode hochrechnen, sind das mehr als 12 Milliarden Euro, die die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessischen Finanzverwaltung an zusätzlichem steuerlichen Ergebnis generiert haben. Ich finde, da kann man Danke sagen und kann gleichzeitig stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Wir haben dazu in dieser Legislaturperiode auch die Steuerfahndung und die Betriebsprüfung kontinuierlich ausgebaut, jetzt auch mit weiteren Expertenstellen ausgestattet. Das war übrigens nicht erst jetzt, sondern bereits im Haushaltsplan des Jahres 2018/19. Selbst die Steuergewerkschaft hatte das offensichtlich so nicht registriert und in ihrer Presseerklärung darum gebeten, doch die Haushaltsstellen dann auch im Nachtrag spätestens zu veranschlagen. Konnte die Beteiligten beruhigen. Bereits im Doppelhaushalt sind die Stellen veranschlagt. So etwas nennt man, glaube ich, vorausschauende Haushaltspolitik, dass man das an der Stelle so macht. Der Umstand, dass das Bundeskriminalamt entschieden hat, nicht die Steuerverwaltung eines anderen Bundeslandes zu beauftragen, die Panama Papers auszuwerten, sondern die hessische Steuerverwaltung, ist jedenfalls ein zusätzliches Indiz dafür, für die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das zeigt aber auch die Erfahrung im Umgang mit diesen riesigen Datenmengen. Wenn Sie davon ausgehen, dass das Datenmengen sind bei ganz großen Verfahren bis zu 4 oder sogar darüber hinaus Terabyte. Damit Sie sich das einmal vorstellen, wenn Sie das ausdrucken und in Aktenordner packen, dann reicht für so ein solchen Großverfahren die nebeneinander aufgereihten Aktenordner vom Hessischen Landtag bis kurz hinter Gießen. Das sind Dimensionen, die wir uns nur sehr schwer vorstellen können, und die können Sie auch mit Hunderttausenden von Mitarbeitern händisch nicht sichten. Und deshalb bin ich froh, dass es den Kolleginnen und Kollegen jetzt gelungen ist, in der Stelle Kassel II, Hofgeismar, wo dort die Spezialisten sitzen, wir nicht nur ein zusätzliches Spezialistenteam ansiedeln werden, sondern auch eine Forschungsstelle gemeinsam mit Wissenschaftlern, wie wir die Instrumente künstlicher Intelligenz gerade für die Auswertung solcher Großverfahren in der Zukunft weiter nutzbar zu machen. Das alles ist eine Daueraufgabe, ein permanentes Wettlaufen mit denjenigen, deren kriminellen Machenschaften wir auf die Spur kommen müssen. Und diesen Wettbewerb nehmen wir nicht nur auf, sondern, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn nicht nur gewinnen können, sondern dass wir ihn gewinnen werden und vor allem, dass wir ihn gewinnen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es wandeln sich natürlich die Herausforderungen. Schade, dass ich nur 5 Minuten habe, aber ich will noch auf einen Punkt hinweisen. Wir haben jetzt eine weitere Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetruges im Fahrzeughandel eingerichtet. Wir sehen, dass der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung sich im Wesentlichen, 80% unserer Ermittlungsverfahren, konzentrieren sich auf der einen Seite auf die Sicherheitsbranche. Die haben wir bereits besonders im Fokus. Und jetzt werden wir einen zweiten Teil für den Fahrzeughandel. In Summe, ich sage es, 80% der Verfahren sind in dem Bereich. Und das, was dort im Moment streitgegenständlich sind, sind Umsatzsteuersummen von über 800 Millionen Euro. Dort werden wir eine zusätzliche Ermittlungsgruppe einrichten, um genau an der Stelle anzusetzen, dort Steuerbetrug auch für die Zukunft zu bekämpfen. Letzter Satz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die hessische Steuerverwaltung, aber auch die Justizbehörden sind gerüstet für diesen Kampf. Wir sind extrem erfolgreich. Und auf dieser Erfolgsspur wollen wir bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 55, die Aktuelle Stunde 67/75 aus 19 besprochen.